Dann weiter. Oh, dieser Weg der Traub. Oh, wie schade. Hinten droppt es. Das ist nur die Frage, wie weit ist das weg und wie lange ist er schon da? Und hat er irgendwas mit dem Waiwan-Gebiet zu tun? Ja, ich tue mich schwer mit den Viechern. Ja, ich bin gerade kurz ein bisschen abwesend, so arbeitstechnisch und so. Ich muss doch mal kurz was. Das hat sich aber gleich wieder. Oh, oh, oh. Das ist doch Ansage. Finde ich die schon. Nö, ja, aber egal, dann holen wir. Wir holen uns da oben hin. Warte. Solange kann ich euch auch pausieren, keine Angst. Wenn da ohne Ankylos rumflitze, dann ist auch eher weniger die Gefahr, dass da was Böses rumrennt, weil Metallwand. Geil, scheiße. Ja, auf den warten wir auf jeden Fall. Okay, also, jo. Und ich würde sagen, so lange pausiere ich euch. Was mache man? Ausdauer oder Gewicht? Gewicht, ne? Ja. Da er der Schlepper wird. Ankylo, könntest du den nochmal platt machen? Oder kommt doch mal hoch? Oder? Ja, aber wenn der sich mal Ankylosaurus anlädt, dann ist er platt. Das ist sofort flott. Ah, also gleich zwei Ankylos. Das, ja. Und die sind auch noch pissig auf dich. Kollege, du hast gelitten. Die Träne, die Abbruch, das sah ich da jetzt schon. Und Peng, die hat er wieder. Es ist ja nicht so, als wenn ich es gesagt hätte. Oder? Schon tot. Ich glaube, der überlebt auch nicht. Aber lass uns mal gucken, was er noch platt kriegt. Die 2 Minuten dürfte machen, oder? Sensen hat es hinüber. Oh, ne, wieder hinüber. Ja, diese Funny Dragons, die sind schon nicht ganz ohne. Vor allem, weil sie ihre Stachel schießen können. Und Tabiara, dann müsste das ein Tropfen, den man holen können. Obwohl, dahin ist die Brücke. Wir fliehen mal vorsichtig in die Richtung, aber sobald irgendwo auch nur der Schatten einer Weibern auftaucht. Oh, was ist mit dem dahin? Oh, diese Verführung. Der doch scheint aber näher.
Dafür kommt der Steuerstrohner. Also gut, wir versuchen mal den da, aber wie gesagt, sobald ich irgendwo etwas sehe, was auch nur ansatzweise einer Weihwand ähnelt, schreie mal ganz laut Abbruch und ziehe Loch in den Wind. Und zwar riesengroßes. Ganz riesengroßes, aber noch sehe ich nichts Weihwandähnliches. Was aber nichts heißen muss. Das meine ich, ach, gar nichts gesehen, träum ich rum, sind da drei Stück. Also landen wir mal kurz auf den Felsen und schielen mal an die. Oh, nehmen wir mal das Anstand. Jetzt sehen wir sie. Standfackel ist schon interessant. Zündpulver, Holzschild, Stoffhut. Bett. Ah, war ja super. Der ist schon bei 30, verdammter Vater. Ja, fangst du jetzt auch so an? Mann, dass die immer alt denken, Wunderspaß sind. Ja, die sind eben kacke, es tut mir ja leid. Ich will aber nur das Bett in die Stange machen. Aus dem Boden. Packst du jetzt noch was? Mal gucken, sie geht noch. Oder irgendwas, was man fortschmeißen kann. Die könnte man theoretisch fortschmeißen. Ich habe da gerade ein anderes Problem noch entdeckt. Und zwar der Kollege hat kein Futter mehr. Wir haben ja noch ein paar Meter zu fliehen. Der steht schon unten, oder? Sind da Fisch drin? Jetzt müssen wir am Rückweg gucken, dass wir am Meer vorbeifliegen. Ich muss auch wieder hinschlagen. Ah, das lohnt nicht. Und uns mit Mandas Körper. Immer so irgendwo so die Richtung. Ja, so die Richtung. Das sind viele Wassergeräusche, warum? Das ist jetzt echt mies vom Futter. Ich muss zwar sagen, ich habe es noch nie geschafft, dass mir ein eins meiner Reittiere während dem Reiter verhungert ist. Ja, aber irgendwann sehen wir es erst mal. Das muss ja nicht unbedingt sein, wenn ich gerade aufnahme, oder? Meine sonst so makellose Arktbilanz. Ohne unsinnige Tote. Ohne unsinnige Opfer. Das geht ja gar nicht. Da vorne ist auch noch das Gewässer. Dort finden wir garantiert etwas Viehische für den Buckel. Das ist so der große Nachteil an ihm. Fleisch findet man ja an jeder Straßeecke. Aber Fisch, das ist immer wieder so Sache. Aber er packt das. Also vielleicht doch dann eine Megalodon schwarz, oder?
Ja, ob das da war oder nicht. So Pelangon ist Pack. Ja, ich weiß, das ist unrealistisch hoch 11, aber es ist einfach so. Das da hinten ist unser Haupt, der wir schon, ich glaube, 1000 Mal geholt haben. Glaube ich zumindest. Jetzt sind es jetzt aber alles nichts mehr. Brauche erst mal Manjaro. Weiß eigentlich jetzt, wo ich habe gerade noch mal die Koordinate von der Ölquelle gesehen. Wirklich Sinn macht das nicht, weil mit der, wenn ich da Ölquelle hinsetze und die wird nie geladen, dann ist da nie Öl drin. Wasserglas, Bauplan. Technisch gesehen, wir haben eine Wasserflasche. Ja, ich erinnere mich daran, dass ich schon die ganze Zeit eine Wasserflasche hatte. Das war ein dummer Fehler von mir. Aber es sind Baupläne. Warum da allerdings direkt zwei Baupläne drin sind, das ergibt für mich auch nicht so wirklich Sinn. Das ist auch gewürfelt, glaube ich. Zu dämlich. Du Mikroraptor oder Archeraptorix? Das sind viele Haie. Und auch wenn er schon was drauf hat, also mit der ganz Horde, sollte man sich nicht unbedingt annähern. Kurz mal einen Moment, dann machen das doch. Das ist zu tief. Ich mache schon mal, weil da tut jetzt Fleisch. Und damit habe ich jetzt den gleichen Satz, so blöder Vorwurf sich wert. Ja? Oh, zwei. Das ist aber das Geile an den Scheißhaie. Sie kommen mal doof, wenn ich dann wehr Strause ab. Schisser. Weiß man, ich bin Kumpel. So ist er fein. Komm.
tut doch. Was sind ihr denn alles für Feigling? Nochmal bitte. Hast du nochmal Leben auf der Halle? Nichts sind meine Piranhas. Die macht so viele nicht unglaublich schade. Oh, Spital. Oh, Tarot Birds. Ich muss ja heute auch regenerieren. Ey, Flipper, geh weg. Komm, zeig mal, was du kannst. So, jetzt hat mein Freund auf jeden Fall wieder Futter. Dann kann es jetzt weitergehen hier. Oh, ich habe Optics. Das habe ich auch noch nie. Leider wird es mir nicht angezeigt, wie viel Hitzebeschlag ich habe. Was liegt da unten? Ist das tot? Das könnte extra für später. Oder auch nicht. Das ist das Seegras? Ach, wenn ich diese Phase verspreche. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt zurückkommen, ist, dass man durch Brote soweit fertig sind, denke ich mal. Außer er hat es nicht mehr geladen. Und dann können wir direkt anfangen zu bauen. Und ja, ich sollte mal ein bisschen sortieren. So Ressourcen zu Ressourcen, Baublin zu Baublin. Heiliger Bimbam, da ist die Folge schon wieder rum, das glaube ich ja alles gar nicht. Ja, manchmal geht's. Ja klar. Wo war das denn der Drop, wo wir nicht geholt haben? Der uns nicht gut genug war? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr zugeschaut habt. In der nächsten Folge geht es dann weiter Richtung Heimat. Jo, und dann würde ich sagen. Sehen wir uns dann. Also bis denn gleich. Ciao.